Ich grüße euch Kinder Souls und heiße euch herzlich willkommen zurück im Aztani Council, wo wir immer noch versuchen, irgendwie hier die Spuksulak zu befrieden. Dazu brauchen wir natürlich eine wunderbare Landeflotte irgendwie. Die habe ich irgendwann beim letzten Mal verlegt, ne? Beziehungsweise ich hatte sie noch. Ja, da ruhen sie sich noch aus. Sehr schön. Die dürfen wir nicht vergessen gleich. Ansonsten, ich mache das hier mal rein zu. Ansonsten scheinen unsere Schwärme, ach, das Schwarm hat gerade nichts mehr zu tun. Das System hier besetzt. Hier drüben, ich weiß nicht, ob die vorankommen. Haben die eine Landeflotte da irgendwo? Wo wollen wir denn mal einfallen? Wo sieht's denn gut aus, Leute? Die scheinen hier schon ordentlich Stress zu machen. Das finde ich gut. Da drüben, das System ist auch schon besetzt. Ach, die haben bisher auch schon besetzt. Das heißt, der David Flevit-Schwarm dürfte sich auch demnächst langweilen. Da denke ich mal, zumindest. Ich bin mir nicht sicher. So, dann fliegen wir doch einfach mal nach Auvergne hier. Das ist quasi direkt nebenan. Müssen wir so einen kleinen Sprung machen. So, der Akmalakan-Schwarm. Da hinten langweilt sich. Dann fliegt doch mal nach Usaldon. Usaldon heißt es. Usaldon? Keine Ahnung. Es wird schon heißen irgendwie. So, mal gucken, wann unsere blöden Landkräfte jetzt hier fertig sind. So, die 7. Flottille auf Tiffen hat inzwischen ein paar Korvetten angesammelt, wie es aussieht. So, sind alle unterwegs. Wie geht's unseren Soldaten? Ich hoffe ich. Ja, ja, fast. Gleich ist soweit. Ich mache mir hier noch einen kleinen Tick schneller. Ich meine, im Moment passiert sowieso nichts. Wir haben so ein bisschen Krieg und so weiter und so fort. Yay. Gegen den Gegner, der eigentlich schon geschlagen ist. Wir müssen nur noch ein paar... So, das sieht gut aus. So, alle zusammenfassen bitte. Steht leider gar nicht dabei, in welchem System sie sich befinden, ne? Das ist ein bisschen schade. So, nach Auvergne werden wir die dann springen lassen, denke ich. Das sieht gut aus. Können wir hier direkt in den Orbit einfliegen? So, ja, leider hat hier der Krieg gegen die Pretherin nur dazu geführt, dass wir Systeme verloren haben. Aha, da hatten wir natürlich den Wissenschaftler beim letzten Mal extrahiert auf Urakviton. Die Situation auf Urakviton scheint sich seit der erfolgreichen Extraktion unseres abgründigen Wissenschaftlers etwas beruhigt zu haben. Da er nun nicht mehr da ist, um die technischen Schaltpläne zu interpretieren, die er mitgebracht hatte, sind sie nun nutzlos für die Einheimischen. Sie haben begonnen, wieder in ihr altes Leben zurückzukehren. Zurückzufallen. Na, endlich mal eine gute Nachricht, in der Tat. Ja, wir haben hier Systeme verloren, ne? Leider nichts dazu bekommen. Wir dürften jetzt Tarianstein über haben. 3 Stück sogar. Da müssen wir demnächst wieder auf Akmalakan oder so ausbauen. Und Riga gehört auch wieder uns. Das ist ein Forschungsschiff. Das hat gerade nichts zu tun. Aber das können wir vielleicht mal hier rüberziehen. Ach, wild. Ja, aber zu wild. Dann können wir hier unserem Konstruktionsschiff
mal sagen, war doch mal ein paar Bergbaustationen. Wenn du damit fertig bist, bauen wir hier ein paar Bergbaustationen. Und wenn du damit fertig bist, bauen wir ein paar Forschungsstationen. Und wenn du damit fertig bist, dann bauen wir hier ein paar Forschungsstationen. So, ja, wir gucken mal, ob hier irgendwas sich noch am Grenzverlauf großartig geändert hat. Unseren lieben Nachbarn. Sulan hat wahrscheinlich schon länger uns gehört. Zebelrei. Mutstram. Mhm. Also hier hinten ist auf jeden Fall alles ausgebaut. Scheint sich erstmal nichts geändert zu haben. Simpak ist ja auch noch so ein bisschen, naja, alleine will ich nicht sagen. Salax leider nicht in unserem Bereich gerutscht. Urantok, ne? Da war das, wo der Wissenschaftler so abgedreht ist. Schelia könnten wir hier mit an den Sektor anflanschen, wenn wir da Bock drauf hätten. Ja, Akamar. Hätte ich natürlich gerne. Ist aber nicht. So, also hier hat sich nicht wirklich irgendwas geändert, wie es aussieht. Lessem weiß ich nicht, ob wir das den Nah wieder abgenommen haben oder nicht, oder wie, oder was, oder wann. Das kommt jetzt halt durch unsere Broadcasts hier. Ach, guck mal, hier können wir wieder die, oh, wir können den Sektor zusammen schließen. Davi Olimba. Was ist mit Davi Abben? Wir haben zwei Ressourcen, fehlt es denen. Okay. Keine Ahnung. So, Davi Olimba. Gucken wir mal, Sapir, ja, da kommen wir nicht mal ran, ne, denke ich. Ja, Tigira haben wir uns immerhin wieder geholt. So, zack, zack, zack. Warum können wir Lessira nicht mitnehmen? Jetzt können wir Lessira mitnehmen. Und Tigira auch. Und Sapir? Leider nicht so richtig in unserem Bereich. Gut, aber da haben wir die natürlich ganz schön hart gepusht jetzt. Wer sind denn die hier? Das Kingdom of Comajon. Ach, Jelon können wir uns ja auch wiederholen. Tja. Ansonsten hat sich hier nicht viel geändert. So, schließen. Wir gucken mal, das. Ach, die sind schon ein Protektorat. Wir sind auch ein Protektorat. Wir sind auch ein Protektorat. Der Sapir, ne? Das hätte ich ja ganz früher, als wir noch quasi jung waren in der Galaxis, ne, ein bisschen ausgebreitet hatten wir uns ja schon. Hätte ich ja gerne gehabt. Hat nicht funktioniert. Hat gar nicht funktioniert. So, Sarim. Kimita gehört das jetzt zu uns. Ja, der. Wir haben den Kimita weggenommen. Yes. Nee, ist natürlich nicht gut von uns, aber doch irgendwie schon. So, hat sich hier oben irgendwas geändert? Das haben wir erkundet, oder? Ja, ist hell. Das ist das Zeichen dafür, dass wir es erkundet haben. Antari gehört nicht uns. Das liegt ja außerhalb bei den Templar. Ach guck mal, Setebak könnten wir eigentlich hier mal ein bisschen kolonisieren, ne? Wollen wir mal, Bewohnbarkeit. Wer fühlt sich denn da wohl? Die Anaturian, Vak Oros, Yutkavango und die Chaskaran. So, hier. Ihr dürft hier quasi einmal. Ja, hier hätte ich natürlich gerne gebaut. Fällt aber aus. Ja, verdammt, wohin dann? Ja,
vielleicht hier, da profitieren zumindest hier drei Nachbarfelder. Seht ihr bei Prime? Ja, würde ich gerne. Jetzt super gerne. Dann haben wir hier einen Planeten, den wir können wir neu aufbauen. Ist ja mit Ossek. Naja. Naja. Können wir uns, glaube ich, sparen. So, hier oben ist da was in unserem Bereich gerutscht. Draconis, Miropa. Es hat sich auf jeden Fall ein bisschen ausgebreitet, wieder hier unser Bereich. Denke ich. Templar Republic ist unabhängig. Wie sind da unsere Beziehungen mit denen? Nicht so geil. Hishmal. Könnten wir auch mal direkt kolonisieren hier, oder? Ja, können wir mal machen. Haben wir dafür noch genug Punkte? Ach, wir sollten wahrscheinlich gar nicht so viele Punkte ausgeben, weil wir natürlich noch mit der Integration beschäftigt sind hier. Und ansonsten hier Mita, Hishmal und so. Ja, das sind jetzt natürlich alles ganz interessante Gebiete für uns, die wir dann wirklich mal... Dimis können wir ja auch irgendwie noch kolonisieren. Das sollten wir mal bei Gelegenheit machen, wenn wir hier integriert haben. Genug. Ja, Feuer bringt das nichts. So, vorher wollten wir aber in Ovani eine kleine Attacke fliegen, ne? So, wie sieht's denn hier aus? Research complete. Unsere Schwärme sind alle beschäftigt. Aha. Materialkompression, Panzerung plus 5. Ja, sehr schön. Autokanone, nee, Rumpfintegrität, jo. Trefferpunkte Militärstation, jo. Ja, Rumpfintegrität, Trefferpunkte Hülle, natürlich sehr gern gesehen. So, wie sieht's denn hier aus? Sind wir soweit? Nee, sind wir nicht. Da kommt unsere Transportflotte. Würde gleich in den Orbit einschwenken. Wir haben natürlich auch nur minimale Bombardierung jetzt freigegeben. Das muss man natürlich auch bedenken. Research complete. So, ein W, da wollte ich nochmal gucken. Achso, da bombardieren wir auf jeden Fall. Da könnten wir doch eigentlich unsere Flotte mal gerade landen lassen, ne? Guck mal. Was haben die denn da? Nix. Naja, nix stimmt nicht. Ah, wo ist denn hier unsere Flotte? Transportflotte, da. Armee landen, yeah. So, dann schauen wir mal. Schildschwingungen, Trefferpunkte, Schilde plus 5%. Die Grundmechanik von Schiffsschilden ist komplex, kann aber auf vielerlei Arten angepasst und verbessert werden. Ja, echt? Zeig mal. Angewandte Supraleitfähigkeit. Feldproduktion Energiecredits plus 5%. Macht sich bestimmt echt bemerkbar. Flashkühlmittel nochmal. Oder Phasendisruptoren. Weiß nicht, benutzen wir die? Ich werde 80, Genauigkeit 75. Ja, werden wir wahrscheinlich auch gegen Laser dann wieder tauschen oder sowas, denke ich mir. Obwohl so eine Schildbeschädigung schon nicht verkehrt, ne? Wir erforschen es einfach mal. Was soll's. So, mir wurde gesagt, im Diplomatie-Menü, muss ich nochmal gucken, im Übersichtding. So, hier wollen wir gerade integrieren. Sein. Integrieren wir die hier nicht gerade? Untertan entlassen? Nein, integrieren können wir gerade nicht. Nee, die integrieren wir irgendwie gerade nicht. Die haben wir schon integriert. Wen integrieren wir denn gerade, Leute? Ach, wir haben hier noch so ein kleines, wo sind denn die? Kleines Süßes hatten wir doch hier noch nebenan, oder? Nicht? Haben die schon integriert?
It is rare. Combine. Was ist denn hier los? Eine geschmolzene Welt. Gab es da irgendeine Katastrophe, von der ich nichts weiß? Eine karge Welt? Ich glaube, das Rare Combine wollten wir doch gerade hier integrieren, oder? Was ist denn da los schon wieder? United Nar Republic, ja. Ach, hier sind die. Da sind die. So, da gucken wir jetzt mal. Ach, hier wird integriert, noch 22 Monate. Das kostet uns was? 5 pro Monat, glaube ich, ne? 110, wir machen minus 3. Pro Monat, 22 Monate, das sind noch 66. Wie viel machen wir genau? Minus 3,2. Ja, also ein bisschen mehr als 66 müssen wir dafür reservieren. Wir könnten also noch eine Welt kolonisieren. Ist mir aber ein bisschen knapp, muss ich ehrlich gestehen. Aber wir könnten wahrscheinlich. So, okay, gut. Haben wir geklärt. So, Wild, wie sieht's denn aus hier? Da wird ja wild gelandet. Haha, diese Witze heute wieder. Witze, in Anführungszeichen natürlich nur. So, da ist unsere Transportflotte. Kommt mal hier rüber geflogen, Jungs. Dann könnt ihr ja mal diesen Planeten. So, unser Problem ist natürlich. Was haben wir denn hier? Construction complete. Die machen nicht viel Schaden, haben auch keine gute Moral, ne? Wir greifen ja hauptsächlich die Moral an. Was haben wir hier? Davi Alab. Plus 5 Nahrung, Oberfläche, okay. Was ist das hier? Normales Kraftwerk. Während das hier Vitarian-Kraftwerke sind, so. Und wir haben ja Vitarian-Stein, das heißt, dieses hier können wir jetzt doch wieder ersetzen. Durch Vitarian-Kraftwerk. Das hier auch. Ersetzen durch ein Vitarian-Kraftwerk. So, und da haben wir nämlich noch eins über, das wir irgendwann mal irgendwo bauen können. Finde ich gut. Wir müssen es dann halt nur wirklich machen, ja. So, weiter geht's hier. Ja, bitte landet und macht das schön. Kann man ja mal richtig dicht reinzoomen hier. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwas sieht oder nicht. Wo sind sie? Ah, Landepötte, geil. Ja. Ich glaube, die sind gelandet. Ich glaube, die annihilieren. Oh Gott, es ist spät, ja. Unsere Gegner. Die Spuxulak. Die könnten dann noch eigentlich mal aufgeben, ne? Da waren wir gerade bei 100%. Da sollten wir dann verhandeln, wenn wir bei 100% sind. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Das Spiel. Es wird hier nicht weiter gekämpft gerade. So, jetzt läuft es weiter. Enemy Planet secured. So, und jetzt sind wir nur bei 92%. Wir haben doch die hier gerade. Was? Verstehe ich gerade nicht. Das passen wir ja nicht alle drauf auf dem Planeten. So, erholen sie sich jetzt da drauf? Ja, tun sie. Sehr schön. So, dann werden wir hier mal unsere Schwärme den Davian-Schwarm zum Beispiel neu losschicken. Zum Bombardieren. Und wer langweilt sich hier noch? Der Davi-Alab-Schwarm langweilt sich auch ein bisschen. Tödlich. Was ist mit dem hier eigentlich? Der Davi Flevitschwang, der bombardiert die ganze Zeit noch irgendwas. Oder sie tun zumindest erfolgreich so. So, die hier müssten doch eigentlich
genug zu tun haben, oder? Denke ich mir. So, warum ist das jetzt hier irgendwie... Punkte. Ja, da haben wir Punkte gut gemacht. Schließt sich mir nicht, warum wir bei 100 waren, dann auf 95 runter und dann auf 92 wieder runter. Keine Ahnung. Construction complete. So, Invasion vorbei. Sehr schön. Auf Castor Prime haben wir gebaut. Irgendein Quatsch. 5 Nahrung haben wir über. Gebaut. Da haben wir 10 Nahrung über. 10. Ein bisschen Reserve sollten wir wahrscheinlich lassen. Was ist denn mit denen hier? Werfen die überhaupt irgendwas ab? Sieht nicht so aus, ne? Ach, das ist die Paradieskuppel. Ja, nee, die brauchen wir. Ja, keine Ahnung, was ich dem bauen soll, ehrlich gesagt. Gar keine Ahnung. Transportflotte 8. Ach so, die haben wir jetzt quasi hier automatisch gespalten. So, Transportflotte 8 lassen wir mal gerade aus dem Orbit rausfliegen. So, die sind alle erholt, glaube ich, ne? Oh, haben die sich jetzt wieder hier eine Rebellenarmee oder sowas gebaut? Construction complete. So, Befestigung, okay, gut. Raumhafen von Admalakan, ja, so langsam müssen wir mal gucken. Weil tatsächlich, wie viele Korvetten wir noch brauchen. Ich meine, prinzipiell brauchen wir einfach welche. Ten Korvetten. Aber wir könnten die mal auf die Schwärme aufteilen, so langsam. So, die haben genug. Hier fehlen noch 7. Haben wir irgendwo 7 Korvetten? Ja, auf die Mies. Perfekt. Das passt ja echt gut. So, die sind also auch voll. So, der Davi-Ern-Schwarm braucht noch 5. Die teilen wir einfach hier ab. Das ist die dritte. So, super einfach. So, der Surface Prime Schwarm braucht 18. Und wir brauchen 13. Wir haben echt genug. So, Korvetten hätte ich gerne. So, 13 Stück. Sehr schön, das ist die vierte.
Und wir brauchen noch 18, hatte ich gesagt. Haben wir noch irgendwo? Ja, in Aquabuka haben wir noch 3. Eine wieder zurück, das ist die 5. So, aus Amusek hier 3. Die hier sind 18. Aufgefüllt. Sehr schön. So, dann schauen wir den hier noch ein bisschen zu. Beim sich regenerieren. 94. Friedensangebot. Okay. Kingdom of Komajon hat dem Hidari Empire den Krieg erklärt. Das Kingdom of Komajon ist total winzig. Wie kommen die dazu? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Senden. Defensivabkommen beendet. Die Templar Republic hat die Dabaks Hegemony fallen lassen. So, und ihr könnt dann hier, hier wird noch bombardiert irgendwie, ne? Ja. Ja, eigentlich sollte ihr da, können wir da nicht landen? Okay, machen wir erstmal so. Wird schon irgendwas bei rauskommen, demnächst. So 94, 90, 98, ja, irgendwie die Kalkulation. Scheint sich eigentlich ganz einig zu sein. Allgäu, wer kontrolliert denn das? Niemand, angeblich. Okay. Interessant. So, da sind die. Sind die Transportflotten jetzt zusammengelegt? Sieht mir nicht so aus, ehrlich gesagt. Doch sind sie aber. Achso, das war gar nicht unsere hier, die da gelandet ist gerade. Da kommen jetzt unsere. So, was haben wir denn? Ach, wir haben Frieden geschlossen. Da habe ich gar nicht mehr den Vorsitz. Doch. Dann können wir jetzt ein paar Leute einladen hier. Sieg. Okay. Frieden, 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 Frieden. Alles klar. Dann ziehen wir unsere Schwärme. Alle nach Tiffin zurück. Und unsere Landeflotte am besten auch, ne? So, da müssen wir mal gucken. Transportflotte heißt es offiziell. So, da müssen wir mal gucken, was sich jetzt hier alles abgespalten hat. Was haben die hier irgendwie dazu bekommen? Okay, finde ich interessant. Das hier gehört noch dem Rail Combine. Haben sich garantiert gerade irgendwo Republic of Turin zum Beispiel hat sich gebildet. Migrationsabkommen können wir denen noch anbieten. Yep. Vassalisierung verlangen, mögen die nicht. In Föderation einladen, ja, können wir auch nicht. Da haben wir gleich noch ein paar andere Kandidaten für, denke ich. So, die Spuxelachsen sind hier super zertrümmert irgendwie. Da
Das Galactic Spuxulak Imperium scheint eine ganze Menge abbekommen zu haben. Ach, das gehört auch noch zur Republic of Turim. Okay. Okay, wenn ihr meint. So, die Sovereign Rayab Sons. Die wollen auf gar keinen Fall zu uns in die Föderation zurück. Interessant. Wir können kein Migrationsabkommen anbieten, weil die da überhaupt nicht drauf stehen, dass sich ihre Bürger frei bewegen dürfen. Das gehört auch zum Galactic Spuxulak Imperium. Interessant. Also die haben scheinen die großen Kriegsgewinner hier zu sein irgendwie. Geiler Scheiß. Und da die unsere Vasallen sind, ist es natürlich für uns auch geiler Scheiß. Das Spuxulak Commonwealth. Können wir mit denen irgendwas machen? Nee. Die hassen uns einfach nur noch nach diesem Krieg. Keine Ahnung warum. Das gehört auch uns. Okay. Bisschen strange. Also dadurch, dass jetzt hier auch rote Leute direkt neben uns wohnen, da sieht das Ganze natürlich noch ein bisschen komischer aus. So, wir gucken mal. Wir wollten ja hier ein paar von unseren Freunden vielleicht mal einladen. In die Föderation einladen. Die sind nicht im Frieden. Oh, mit wem haben die den Krieg? Mit der Disconfederacy und mit den Summerpoke. Na geil. Genau die Leute, die wir eigentlich einladen wollten, ne? So, Föderation einladen. Nope. Wie sieht's denn mit euch aus? Habt ihr Bock drauf? Ach, die sind schon in irgendeinem Bündnis. Ja, toll, die haben hier Krieg irgendwie. Ja, die können wir natürlich auch irgendwie nicht einladen. Wir unterstützen die natürlich, aber ansonsten schwierig. So, die Rayab Sons. Die wollen auf gar keinen Fall, ne, haben sie gesagt. Und sonst können wir denen auch gar nichts anbieten. Ne, tatsächlich nicht. Templar. Nope, die wollen auf keinen Fall zu uns. Was ist denn mit euch eigentlich? Ihr seid doch so winzig. Nope, gar keinen Bock. Na gut, die haben hier oben noch eine ganze Menge. Die haben alle keinen Bock drauf. Wahrscheinlich sind wir ihnen zu irrelevant oder sowas. Ja gut, soviel also dazu. Die befinden sich ja alle drei im Krieg irgendwie, ne? Das wären natürlich heiße Kandidaten gewesen für die Aufnahme. Wären gewesen. Ach, guck mal, Utriga und Chipolan können wir doch auch irgendwie... haben wir noch Konstruktionsschiffe übrig? Dutzende davon quasi. Kalam haben wir noch eins. Sa. Bidos, keine Ahnung, wie lange das hierher braucht. Ein bisschen, wie es aussieht. Oh, es geht. Lombidos ist dichter dran, als ich dachte. So, dann können wir hier hinten nämlich das alles wieder ausbauen, schön. Wir können uns darüber freuen, dass es hier in alten Glanz erblüht, nur die Planeten halt nicht mehr so richtig geil. Die sind halt kaputt. Jodla gehört auch uns. Jodla gehört uns zum ersten Mal. Da können wir nicht hinspringen. Hä? Was? Wie? Hä? Ach, das hat irgendeinen anderen Antrieb, ne? Das ist ein Knaller. Okay.
Ja, da müsst ihr ihre Zeit hinterher machen hier. Ja, schön. Also gehört wieder uns das Gebiet hier hinten. Endlich. Wir können nur nicht so richtig was damit anfangen. Forschung läuft. Dauert noch ein bisschen. Ja, für heute war es das auf jeden Fall, werte Kinder Sulz. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Gerade bei allen, die so lange dabei geblieben sind jetzt und immer noch schauen. Schreibt mir mal in die Kommentare vielleicht, was wir hier machen wollen. Wollen wir die galaktische Dominanz anstreben irgendwie? Zum Spielgewinn müssen wir, glaube ich, 40% aller Systeme oder sowas beherrschen. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Das könnte auf jeden Fall eine ganze Weile dauern. Ja, schreibt mir auf jeden Fall mal, was wir machen wollen, was wir uns für Ziele setzen, wen wir vielleicht als nächstes dann angreifen sollten. Ja, die Boki zum Beispiel, die gehen uns ja richtig auf den Sack. Ich kann hier gerade noch mal die... wo ist denn Diplomatiekartenmodus? So. Wenn wir uns hier angucken, die Boki, mit der haben wir keine besonderen Beziehungen irgendwie. Oh, die hassen hier scheinbar das Spuxler Commonwealth. Vielleicht können wir die Boki einladen, ne? Aber die minus 171. Nee. Ja. Also die Boki mögen uns nicht so richtig, ne? Ich glaube, die Valdari mögen die uns. Es geht. Da haben wir hier natürlich noch die Jungs, die mögen uns auch nicht so richtig. Die Semapuk. Das Democratic Taiken Covenant mag uns schon ziemlich. Hier das Sibrat Council. Das nervt mich irgendwie ein bisschen, ne? Die mögen uns inzwischen. Ja, okay. Wundert mich. Wundert mich sehr. So, das Taiken Covenant, wie gesagt, mag uns. Wo ist denn hier Dis? Da ist die Dis Confederacy. Die mögen uns auch überhaupt nicht, ne? Die haben uns auch am Anfang gerade richtig genervt. Und die sind Freunde mit dem Boki. Ja, das finde ich ja auch nicht gut. Ja, ansonsten hätten wir halt hier oben so die Templar Republic, ne? Oder die Valen Sovereignty. Die mögen uns auch nicht. Machen uns hier so ein bisschen gebietsstreitig. Die mögen uns nicht. Also wir haben eine ganze Menge Leute um uns rum, die uns nicht mögen. Und die wir natürlich auch nicht mögen. Also wenn wir da irgendwo wie was anfangen wollen, könnten wir auf jeden Fall was anfangen, kriegsmäßig. Wir müssen halt nur unsere Föderation davon überzeugen. Wir haben Kriegsflotten. Im Bereich von 14.000. Die sind fit, die sind einsatzbereit, die wollen benutzt werden. Da müssen wir mal gucken, was wir da anfangen wollen. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mir in die Kommentare. Lohnt es sich wirklich, versuchen, die galaktische Dominanz hier anzustreben, also das Spiel zu gewinnen? Irgendwie, oder dauert es zu lange? Ich weiß nicht. Ich bedanke mich nochmal bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels, werte Kinder Sulz. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und ich hoffe natürlich auch, dass ihr bis dahin eine wunderschöne Zeit habt und dass euch die Strömungen des Universums allzeit gewogen sein mögen. Macht's gut und bis dann. Ciao.